Hier sind wir euch. Thomas, also bekannt als digitaler Chronist, und mein Papa Michael. Viel Vergnügen! Christina, ich brauche das Mikro. Hammer. Und das Ding, glaube ich, ist ein bisschen zu laut. Geht das? Geht das? Zu laut? Sebastian, ist ein bisschen zu laut. Okay. Grüß dich, Thomas. Servus, servus, ihr lieben Zuschauer, Zuhörer, die heute hier eingekommen sind. Vielen Dank. Ja, ich habe nicht aufgehört, an ihm rumzugraben, bis er hierher kommt. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich schon der Ersten dabei gewesen. Aber ich bin so überwältigt von der Atmosphäre, von der Professionalität auch, der Veranstalter, von den vielen verschiedenen Themen. Da habe ich am Programm ja auch gesehen. Ich bin beim nächsten Mal auf jeden Fall dabei. Das kann ich jetzt schon sagen. Ja. Das freut mich zu hören. Ja, Thomas, wir beide machen abends eine Sendung. Da geht es dann in die verschiedensten Bereiche rein. Für heute haben wir uns vorgenommen, so ein bisschen ins Jetzt zu gucken. Naja, also mir liegt schon was auf der Seele, und zwar habe ich mir letztes Mal gerade drüber nachgedacht, übrigens mit deinem Überlegen und so weiter, da bringst du mich auch immer wieder ins Grübeln während der Sendung, ja, das ist unfair. Ja, das habe ich ja gemerkt. ich mache ja Film auch mit unter dem Motto, wir vergessen nicht, ja, weil ich auch bei den Veranstaltungen, die wir hatten jetzt im Herbst letzten Jahres und im Frühjahr diesen Jahres mit den Salongesprächen live, ich habe schon öfter gesagt, war ich sehr erstaunt, dass so viele Leute in den Pausen und wenn wir zusammen saßen oder zusammen standen und gesprochen haben, also ohne jetzt hier Bühne und so, wie viel Raum das Thema Corona da immer noch eingenommen hat. Das war dann schon wirklich jetzt erst vor 3-4 Monaten das letzte Mal im April. Und aber nicht nur, ich will ein bisschen dagegen wirken, ja, dass wir uns alle, obwohl wir natürlich wissen und auch uns dagegen stemmen, trotzdem sind wir natürlich bestrahlt von dem ganzen Wahnsinn, sonst kannst du in den Wald gehen, da bist du dann nicht mehr davon betroffen, vielleicht wahrscheinlich auch noch energetisch, aber jedenfalls nicht mehr so visuell und audiomäßig, dass wir auch hier uns nicht dran gewöhnen. Ja? Wir sollen uns, ich habe das Gefühl, wir sollen uns einfach dran gewöhnen. Wir schütteln, ich erschüttle den Kopf auch, aber ich erwische mich selber beim Achselzucken. Ja, mein Gott. Ja. Also da meine ich bitte die drei Themen, die einfach momentan Migrantengewalt, RKI oder beziehungsweise Corona-Aufarbeitung und auch wirtschaftlicher Niedergang, wo man alle sagt, ja mein Gott, ja, kann ich jetzt auch nichts machen, mich erwischt es nicht. Oder ich habe auch Bedenken bei meinen Sendungen, nicht Bedenken, aber manchmal denke ich, es ist zu viel, gehe ich den Leuten auf die Nerven, aber dann sage ich mir, ist mir eigentlich egal, ja, weil ich will es machen. Ja, da muss ich nicht sagen. Also, Krieg hast du vergessen, das kommt noch dazu. Also, das ist ja auch etwas, ja, was gut, denn, aber dann, ne? Ich will nicht in die Angst gehen, ja. Ja, also, ich habe jetzt gerade vor 2 Wochen einen Impuls in mir gespürt, auch ein bisschen was mit der C-Zeit zu machen, da ein bisschen aufzuarbeiten. Und ich habe einfach festgestellt, es sind ganz, ganz viele Gräben gezogen worden. Und das ist etwas, das hat mich ganz, ganz, ganz arg erschreckt. Ich bin selbst davon betroffen, das kann ich. Also, kann auch Geschichten erzählen in jedem Fall, aber es ist etwas, das tut mir ehrlich gesagt unheimlich weh. Und was mir so richtig Angst macht, das ist von beiden Seiten so ein bisschen Schadenfreude. Und das ist, glaube ich, jetzt die falsche Richtung, weißt du, weil die es verursacht haben, die sitzen da in ihren Palästen und lachen sich den Arsch ab, wie wir uns hier noch streiten und gegenseitig auf den Keks gehen. Für mich ist einfach wichtig, dass wir da in die Heilung kommen und dass solche Gräben, die in der Gesellschaft entstanden sind, irgendwie wieder überbrückt werden. Gebe ich dir recht, aber vielleicht nicht keine wahnsinnig populäre Meinung, weil es ein bisschen nicht ganz dir folgt. Wie ich das finde, Schadenfreude unangebracht, gebe ich dir vollkommen recht. Auch ich lade auch immer wieder, was heißt einladen, aber ich sage, Geimpfte herzlich willkommen, aber das ist dann schon scheiße, weil du kannst die Leute nicht kategorisieren, geimpft, ungeimpft, ja. Da hört schon auf.
Gibt Ungeimpfte, die fragwürdig sind, und es Geimpfte, die sind super. Also alles, es gibt einfach alles. Und jeder hat seinen Grund, es zu tun oder nicht zu tun. Und das zu reduzieren darauf ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe da schon, möge man Spalter nennen oder nicht jedenfalls Zusammenbringer oder wie auch immer, Heilung ist auch auf jeden Fall ein richtiges Stichwort. Aber ich sage schon, es gibt eine bestimmte Personengruppe, wo ich sage, fertig, Schluss. Ja, da gehe ich auch mit. Also es sind einfach auch Dinge gelaufen, die kannst du ganz schlecht wieder gut machen. Das ist nicht mehr. Es ist so monströs, und ich meine, ich finde es lächerlich, wenn, ich habe es kürzlich in der Sendung gehabt, ein Jürges oder wie er heißt, ein Sternreporter, der ein bisschen so der Alibi-Clown, der durfte ein bisschen kritischer sein während der Corona-Zeit, und jetzt kann er auch, hat er vielleicht eine bessere Basis, da auch jetzt im Nachhinein kritisch zu sein. Aber wenn der sagt, die Geimpften sind die Verlierer des Tages und die Ungeimpften sind die Gewinner, ja, da sind wir schon wieder genau da, wo wir genau nicht hinwollen. Ja, ich will auch wirklich, das will ich ganz klar abgrenzen. Die Geimpften, wenn wir jetzt noch bei dem Terminus bleiben, den einzigen Vorwurf, den ich mache, dass sie den Arsch nicht hochkriegen. Ja, ganz ehrlich. Wir führen uns mehr auf, regen uns mehr auf, dass wir belogen und betrogen wurden, aber eben nicht denen gefolgt sind, ja, den Lügen und den Betrügereien. Und die Impften nehmen es irgendwie so hin. Vielleicht liegt es auch an der Impfung. Ja. Ich glaube, dass du daraus irgendwas ablesen kannst. Also ich möchte es mal für mich so zusammenfassen. Ich habe jetzt 8 Aufnahmen gemacht in dem Bereich. Ich habe mit 8 Menschen gesprochen. Und was wirklich der Hammer für mich ist, also was wirklich der Hammer ist, ja, dass alle 8 ihre Entscheidung getroffen haben aufgrund eines, ich nenne es mal ganz banal, eines Gefühls. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich könnte wetten, das sage ich an dieser Stelle, wenn wir nächste Woche wieder 8 Aufnahmen machen, dann werden wir auf die Frage, warum hast du dich so und so entschieden, die Antwort bekommen, es war so ein Gefühl. Also wenn man es nicht getan hat. Und was ist das? Weißt du? Und jetzt kommen wir an einen wichtigen Punkt, dass, glaube ich, viele, die jetzt in dem Zustand sind, dass sie das Zeug genommen haben, vielleicht schon dieses Gefühl gehabt haben, es nicht zu tun, es dann aber getan haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil da sprichst du was an, das kannst du, und da werde ich morgen drüber sprechen, das geht tatsächlich in den Bereich der Ignoranz hinein. Das ist eigene Gefühl ignorieren, auf die eigene Stimme nicht zu hören, es praktisch zu unterdrücken und dann was zu tun, um ja, irgendeiner vermeintlichen Angst vielleicht gerecht zu werden, weißt du? Sehe ich ganz genauso, wobei ich dann immer ein bisschen vorsichtig bin oder ein bisschen aufpasse, weil es geht dann, vielleicht täusche ich mich, aber es mag für manche, die sich haben impfen lassen, die vielleicht nicht dieses Gefühl hatten oder die vielleicht auch irgendwo dieses Gefühl überwunden, also ignoriert haben, klingt es dann, wenn du sagst, ja, also ich, mein Bauchgefühl und so weiter, dass du irgendwie schon eigentlich so ein bisschen elitär und ja, Leute, ich bin ja ganz woanders als ihr seid oder so, ja, ich habe eine ganz andere Antennen oder ich habe das Bewusstsein oder was, da muss man aufpassen. Da gebe ich dir recht, also das könnte daraus entstehen, ja. das kommt aber auch drauf an, denke ich, wie man es dann transportiert, ja, und ich sage, habe eben auch vorher gesagt, es geht mir gar nicht darum, was da draußen ist, es geht mir einfach nur darum, wie ging es dir damit, und ich will dich haben in dem Moment, also nicht das, was von außen irgendwie, ja, man kann ja auf so viele Sachen mit dem Finger zeigen, das ist schuld und das ist schuld und das ist schuld, aber was sich wirklich herausgestellt hat, ist tatsächlich, dass da einfach ein Gefühl da war und man auf dieses Gefühl gehört hat. Und ich habe wirklich auch Verständnis für Menschen, die diesem Gefühl nicht gefolgt sind. Weißt du, jeder hat sein Leben und du bist, was weiß ich, aus der tollsten Berufung heraus in die Behörde gegangen, hast gesagt, ich möchte Finanzbeamter werden, weil das eben mein Ding ist. Und dann kommt so eine Situation, und dann droht, dass du da alles verlierst, wofür du dein Leben lang gearbeitet hast. Und das sind dann so Situationen. Ich glaube, das kannst du auf ganz viele Lebensbereiche ausdehnen. Das war eben das Perfide an der Geschichte. Ja. Und ich sage es mal so, um vielleicht mal jetzt einen größeren Überblick von einem oder höheren Standpunkt bis zu betrachten. Ich bin ja immer jemand, der lieber ein Glas halb voll sieht, als halb leer. Ja, ja, natürlich. Danke dir dazu. Und wenn man jetzt mal sich das in den größeren Umfang anschaut, dann habe ich zumindest das Gefühl, ja, dass
und das jetzt nicht seit gestern, dass das hier in Zeitlupe, aber durchaus in einer immer schnelleren Zeitlupe, die immer noch sehr langsam geht, hier zusammenbricht. Ja, an verschiedenen, schaut euch die Olympischen Spiele an, ich habe gelernt, es heißt Olympische Spiele und nicht Olympiade. Die Olympiade ist hat Zeit jemand von den Damen Lust auf den Boxkampf? Ja. Und allein diese Diskussion mit dem Boxkampf. Unfassbar. Die Italienerin hat, glaube ich, nach 46 Sekunden abgebrochen. Ja. Die hat einen Schlag oder zwei bekommen. Die hat so einen harten Schlag hat sie noch nie in ihrem Leben bekommen. Das war die Aussage. Ja. Wo sie gegen Frauen boxt. Ja. Und ich werfe nach der Italienerin, wie jeder Frau übrigens, die gegen Mann antritt, den Vorwurf, dass sie das überhaupt tut. Weil es eher schmachvoller fällt, wenn er Goldmedaille gewinnt, ohne einen einzigen Kampf bestritten zu haben. Das habe ich dann aber auch gelesen, dass gerade in der italienischen Presse wohl drin stand, es wäre einfacher gewesen, nicht anzutreten, weil sie hätte den Rückhalt gehabt. Weißt du, und das ist jetzt wieder das Nächste. Und aber jetzt wird mittlerweile diskutiert, ja, der wurde aber irgendwie als Frau geboren, es gibt da irgendwie, was weiß ich, also allein die Diskussion, ja, ist, da muss man sich auch wirklich dagegen auch irgendwo dann sperren, sage ich. Ja, da muss man irgendwann sagen, okay, das ziehe ich mir jetzt bis zu diesem Punkt rein und dann reicht es, weil es einfach krank ist. Es ist krank, es ist geistig gestört, es ist krank. Ich würde dann wirklich eine Disziplin machen, wo sich dann diejenigen in ihrer eigenen olympischen Disziplin auch kloppen können. Ja, interessant ist ja auch, dass es immer nur um Mann und Frau geht, wo ist eigentlich die anderen Geschlechter? Die Islamische Republik Iran bestellte französische Botschafter ein, weil bei der Eröffnungsfeier der Prophet Jesus, der im Koran ein wichtiger Prophet Gottes ist, beleidigt wird. Über das Abendmahl und so weiter. Ja? Also muss der Islamist kommen. Ja, ja, natürlich. Also es ist, der Irrsinn, den kannst du fast manchmal nicht mehr in Worte fassen. Ich finde es halt schon mal spannend, weißt du, dass man diesen Minderheiten so viel Raum gibt und alle Mehrheiten da zwingt, das zu tun, was Minderheiten tun. Das ist in der C-Zeit das Gleiche. Ja? Also ich habe einmal den Vergleich gehört, wenn ein Bauer 100 Schweine hat und eins davon ist krank, dann sperrt er nicht 99 ein. Oder? Ja, das ist das. Und dieses Verkehren, dieses ständige Verkehren. Also gerade wenn ich jetzt über die Kurse nachdenke, wo ich gesprochen habe früher, habe ich immer gesagt, es ist alles um 180 Grad gedreht. Ja? So fühlt sich das an. Also bitte, bitte, das ist echt eine Richtschnur, nach der kannst du dich ausrichten. Wenn die dir also sagen, geh nicht in die Sonne, weil die so saumäßig gefährlich ist, dann bitte, bitte, geh in die Sonne. Richtig. Ja, das tut dir gut, das kann ich jetzt schon sagen. Und daraus entsteht wieder was. Daraus entsteht dann die Frage, warum ist das schlecht? Dann stellt einer fest, es ist gar nicht schlecht. Ja, mit dem habe ich heute über Sungazing gesprochen, wer war das? Irgendjemand gesagt hat, heute Morgen, immer so 10 Uhr morgens in die Sonne gucken, ja, alles runternehmen, keine Kontaktlinsen, 10 Uhr morgens in die Sonne gucken, so lange wie es geht. Die Augen tränen, spülen sich Kapillaren durch, deine Sehkraft wird besser, es heilt sich von allein. Früher hat man gesagt, ihr werdet blind. So mir als Kind, schau nicht in die Sonne, das ist blind. Ja. Hautkrebs. Ja. Ja. Ich bin letztens irgendwo gesessen und sagte, Hautkrebs, da hör mal auf, eine Sonnenbrille zu tragen. Und Sonnenschutz mit. Ja, ja. Auch da haben wir auf jeder Veranstaltung kriegst du mittlerweile kostenlos Sonnencreme. Ja gut, aber das sieht er doch auch. Ich meine, ich glaube, es war jetzt jeder Monat im Jahr, war der heißeste seit 125 Jahren. Willst du das nicht sagen? Das ist scheiße, weil das Wetter die Realität draus einfach eine ganz andere ist und irgendwann die Leute in die Schere nicht mehr zusammenbringen. Was erzählt denn die Tagesschau und was passiert, wenn ich rausgehe? Ja, das ist so, das hat er mit der C-Zeit auch schon gesagt. Die haben von Leichen geredet, die rausgehen, keiner hat sie gesehen. Keiner ist rumgefahren, die haben sich halt nach den Aussagen, die sich auf der Straße stapeln müssen. Die waren aber nicht da. Aber ich wollte mal ganz kurz fragen, vielleicht auch natürlich auch das Publikum, ob ich Planeten bekomme oder dich direkt. Es werden noch immer mehr, die aus der Tour rausgehen, oder? Ich denke, dass das erstmal ein Prozess ist, der im Kopf anfängt. Und das hat immer wieder mit Fragen zu tun. Und da bist du wieder beim Ignorieren. Weil wenn du diese Fragen, die auftauchen, wieder ignorierst, denkst du, aber wenn es unangenehm wird, dann... Und damit alle Bedenken beseitigt werden, schaltest du die Frage schon an. Was willst du da machen? Wobei ich ehrlich gesagt glaube, vielleicht sind wir das fast zu pessimistisch. Nein, das sind Qualitätsmedien. Ja, richtig. Aber ich...
war laut von allein, sollen wir ja nur die konsumieren, aber ich glaube, dass sie schon viel weniger Reichweite haben, als wir noch vermuten. Ja, da gehe ich auch mit. Da gehe ich auch mit. Wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich lauter erwachsene Menschen. Und vielen Dank. Wenn ich das kurz sagen darf, weil ich habe mich erinnert, wir hatten nachher, Michael und ich hatten vorher noch Zeit miteinander zu sprechen, hat er mir erzählt, letztes Jahr war zwei Wochen vor eurer Veranstaltung ein kleiner lokaler Parteitag von der Altpartei. Und die Mitarbeiter des Hotels haben gesagt, nachdem eure Veranstaltung lief, mein Gott, was für ein Unterschied, wie angenehm und höflich und einfach auf Augenhöhe eure Gäste mit unseren Mitarbeitern umgegangen seid. Es ist einfach eine andere Form von Respekt. Und dieses Feedback habe ich auch von meinem Zuschauertreffen bekommen, von dem Hotel. Ja. Genau das Gleiche, ja, gerne wieder und so. Ja, hatten wir halt dieses Jahr wieder am gleichen Standort. Und das ist eben auch der Unterschied, ja, das ist wirklich, also ich will ja nicht dauernd Äußerlichkeiten und sowas überbewerten, aber geht mal auf in irgendein autonomes Zentrum. Also da reinkommen. Ich empfehle dazu nicht sein. Da kann ich nie hingehen. Aber vielleicht nochmal ernsthaft, weil du Krieg angesprochen hast. Ich sage, und es ist noch nicht so lange her, ja, muss ich ehrlich sagen, von mir selber, ich kann da nur für mich selbst sprechen, dass ich seit nicht allzu langer Zeit wirklich sage, lass mich der Scheiße in Ruhe auf Twitter, Dritter Weltkrieg und bla bla bla. Das kann doch keiner ernst nehmen, wenn der Pistorius sagt, wir müssen uns jetzt gegen die Russen aufrüsten, das ist doch einfach nur ein Witz. Da die Regenbogenflagge auf dem Panzer. Ja, das ist auch einfach von den ganzen Voraussetzungen her einfach totaler Hirnschiss, total vergessen. Ja. Also das, wenn wir wollten, ja, was wir nicht tun, aber also das ganze Gerede, wenn dann, denke ich eher, wenn wir jetzt schon von Krieg sprechen müssen, dann haben wir eher irgendwas in Asien am Laufen, im Pazifikraum. Ja, Gaza, Karakauz vorhin fand ich bemerkenswert, was er losgelassen hat. Also auch da gibt es Bestrebungen. Sichtbar sind, dass etwas auf Zerstörung ausgerichtet ist und das ist immer eine Kraft, die macht nicht nur im Außen was, das muss man sich ganz klar machen. Und die Menschen, die sowas befürworten und in diesem Abstand drin sind, sowas noch gut zu heißen, ja? Also wenn man dann sagt, ich brauche ja nur den Knopf drücken und dann explodiert 100 Kilometer weiter irgendwo das, was ich denen da hingeschickt habe, das ist so ziemlich das Allerletzte. Ziemlich allerletzt. Und das ist für mich nicht wesentlich unterscheidbar wie von so einem Parteitag, wo man dann Menschen herabwürdigt aufgrund ihrer Tätigkeit oder aufgrund ihres Daseins. Das ist genau das Gleiche. Da fängt das schon an. Ja, und diese Kriegstreiberei, das hat ja jetzt auch aufgehört. Ja. Weil die Realität, jetzt wenn wir in Europa bleiben, Ukraine, der Krieg ist vorbei. Der Orban war halt nicht gefügig. Ja, da muss man auch überlegen. Ja? Da fliegt der Orban, das muss man sich wirklich überlegen. Der Orban fliegt zum Putin, zum irgendeinen Briten-Premier, den ich nicht kenne. Dann Macron, glaube ich, und natürlich Biden. Ja? Und noch, weiß ich nicht, Frau schon. Ja? Aber das sind halt von einer Woche alle getroffen. Ja. Und Habeck sagt danach dazu, Habeck, Orban spricht nicht für Europa. Ja. Ja? Also mehr kannst du nicht sagen, lass diese Ukrainer da weiter verrecken. Da musst du dich auch fragen, was ist denn dann Europa? Dann sind es wirklich nur diese ausgewählten... Dieses Projekt EU. Ja. Ja, aber das sind die ausgewählten Lackaffen, ich sag das jetzt mal so, die man da oben platziert hat, die irgendwas tun, von denen ich offensichtlich keine Ahnung habe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass allein hier in diesem Europa, weil wir sind gerade im Europa, ist hier kein einziger darunter, der das gutheißen kann, was die machen. Oder liege ich da falsch? Europa irgendwas anderes. Und dann fängt es an, weißt du, dann guckst du dir die Schlagzeilen an und fragst dich, was ist das, was ist das, was ist das? Und guckst dir doch an, weißt du, kommst ja gar nicht an sie ran.
Das ist so das Nächste. Also jetzt auch mit RKI, das spielen die Medien wieder mit. Weißt du, das ist das, was du sagst, ist so langsam, weißt du, so Schritt für Schritt, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein, zwei Köpfe demnächst rollen. Ja. Da muss aber gut sein. Und dann liegt es wieder an uns. Lassen wir es gut sein oder machen wir weiter? Also oder eigentlich habe ich ganz guten Text gelesen auf Twitter. Und das, da kann ich nur zustimmen, wenn du auf RKI jetzt nochmal abhebst. Bis jetzt, was da drin steht und was auch niemand bestreitet, dass das protokolliert so korrekt protokolliert wurde und so gesagt oder so passiert ist, wäre Lauterbach schon längst verhaftet worden in einem Rechtsstaat. Das ist so. Ja? Also wenn Sie uns vom Rechtsstaat erzählen, ja, also nicht nur Lauterbach. Das hat ja auch Vorteile. Du musst ja weißt, also so bin ich erzogen worden, dass man das nachlebt, was dir vorgelebt wird. Und ja, da kannst du dich halt nicht erinnern, wenn irgendwie mal Steuern zu zahlen sind. Also wenn das Finanzamt dann immer alles steht, so, ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, oder schickst dann 8 verschiedene Steuererklärungen, so wie es mir aber mit dem Lebenslauf gemacht. Ich dachte, das macht man jetzt so. Ist Trend oder. Ja, oder in Leckpopper wurden ja auch Steuererklärungen verbrannt. Letztlich ja. In Nord Stream damals. Es ist einfach ein Ausnahmethema. Was hindert dich denn daran? Und wenn sie dich dann fragen, was das soll, dann sagst du, warum macht er das? Warum doch auch? Und es gibt immer, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, es gibt so das sogenannte Billigkeitsprinzip. Wisst ihr, was das ist? Dass dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Das hat nichts mit Aldi zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich mir dieses Recht nicht erstreiten muss, sondern ich habe es dann einfach auch. Also wenn sich einer nicht erinnern kann, dann habe ich das Recht, mich nicht zu erinnern. Wer warst du nochmal? Ich will jetzt nicht ganz goldenen Tipp hier rauslassen, nein. Die Ramme wartet überall. Ich meine, das wäre als Witz, aber letztendlich, du kannst es sonst das kannst du nicht mehr ernst nehmen, tut mir leid. Übrigens, wollen wir noch ganz kurz raten, weil du gerade gesagt hast, Köpfe werden rollen. Also jetzt gehen wir mal ganz runter. Ja, okay. Gehen wir mal ganz runter. Wird Frau Baerbock gerade irgendwie sturmreif geschossen. Ja, also hat ja seinen Grund, warum das jetzt alles auf dem der Höhepunkt war ja, dass sie 3.000 Euro für irgendwelche sexuellen Dienstleistungen in Afrika abdrückt. Ja. Was? Ja. Das wäre ganz neu, aber okay, wenn du sagst, das stimmt. Ich meine, klar, auf den Afrika. Ja, komm, es ist nicht wohllos. Noch schlimmer, lass mal sein. Ja? Nein, aber Visa-Affäre und wird immer größer. Sie hat von der Kamera genau das Gegenteil, klar gelogen, von dem gesagt, was wirklich passiert, was sie wirklich gemacht hat zu der Zeit. Sie hat blockiert, diese Sicherheitsinterviews und hin und her. So ist ein Wunder, dass das Innenministerium Faeser da überhaupt so dagegen war, dass das so locker läuft. Ja. Aber und dann kommt diese Trampolin-Geschichte, wo man denkt, okay, es tut weh, die deutsche Außenministerin wird jetzt gefilmt in irgendeinem Leverkusen. Weißt du, was ich beim Trampolin spiele? Die hat ja was Rot-Schwarzes an und ist auf einem weißen Fett gespielt. Ja, richtig. Ja. Wenn wir sagen, nichts ist zufällig, ja. Sagen wir ja. Richtig. Ja, ja. Ja, aber es kommt ja noch besser. Sie hat ja in einem Interview kürzlich das Trampolin nochmal angesprochen. Ich muss jetzt ein bisschen Klamauk machen, ja, das ist so wahnsinnig lächerlich ist. Das Trampolin, sie hat ja mal, also die war irgendwann mal Dritte oder Zweite bei irgendeiner lokalen deutschen Meisterschaft in irgendeiner Mini-Disziplin. Die überhaupt nicht olympisch und gar nicht, ist alles ein Witz, aber egal, sie sagt, das Trampolinspringen und der Sport haben ihr sehr geholfen in der Diplomatie, weil da geht es ja auch rauf. Ich frage, jetzt soll ich noch zu weit. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ich frage mich, ob das in dem Lebenslauf steht. Ja, natürlich, das ist das Einzige, was ich noch irgendwie. Ja, das ist das Einzige, was ich belegt habe. Das Alter hat nicht so schlecht ausgesehen, das muss ich mal sagen, aber. Wenn das Einzige, was stabil in deinem Leben ist, als Information ein Trampolinsprung ist, und das aus Teilnahme an deutschen Meisterschaften in Hülsenbüttel. Ja, ja. Und das ausreicht für so einen Posten, also dann bewerbe ich mich auch. Ja, also ich kann mich den Außenminister nennen. Ministerin!
Ja, Nein, aber ich meine, wir lachen alle und es ist auch sehr befreiend und Lachen ist immer gut. Aber ich will trotzdem daran erinnern, wir reden hier in der deutschen Bundesregierung. Ja? Nur nochmal so. Fast vergessen. Du, ehrlich gesagt, manchmal gucke ich das an und denke, das ist so eine Wiederholung von El Bandi. Ich halte das manchmal nicht aus, das anzunehmen. Aber ich würde gerne nochmal zu dem dritten Thema kommen, was leider nicht lustig ist für uns alle, glaube ich, fürchte ich, Stichwort wirtschaftlicher Niedergang, der, was alles betrifft, alle unsere Kosten, unsere Lebenshaltungskosten, unsere Renten, unsere Art zu leben, unseren Lebensstandard, dem einen viel mehr, dem anderen vielleicht etwas weniger. Aber das Sehen, oder was glaubst du, ich sage ja immer, das ist die Voraussetzung. Ich will es ja nicht, aber es muss sein. Ja? Das ist die Voraussetzung, dass die Leute irgendwann merken, hey verdammt, Moment mal, das muss ich mir jetzt doch genauer anschauen. Irgendwann kommt da jeder an den Punkt, wenn dann Grundsteuerbescheid über 2000 Euro kommt, wo sie vorher 200 gezahlt haben im Jahr, das ist schon passiert gerade. Zum Beispiel also, mit weiteren Eignungen. Sowieso, es ist absolute Willkür, was gerade läuft. Ja. Also anders kannst du es nicht sagen. Also, es gibt ja fast keine Möglichkeit mehr, irgendwie da auch noch aufschiebend was zu machen. Das ist für mich auch wiederum ein Zeichen, dass wir mit bestimmten Ansichten Außenkommerz auch richtig leben. Ja? Wie kommt der Staat ans Geld? Er kommt nur durch uns ans Geld. Ja? Und wenn der Staat sagt, wir möchten Kredit aufnehmen, dann seid ihr oder sind wir diejenigen, die den Kredit beschaffen, weil wir bezahlen es. Ja, und wir sind mit Sicherheit auch. Ja, natürlich. Und letztendlich ist es auch so, du musst immer eins klar machen, egal was du machst mit Geld, es ist schuldenbasiert. Und ehrlich gesagt, wenn das kaputt geht, dann kann uns nichts Besseres passieren. Richtig, und ich bin auch, habe ich kürzlich auch in der Sendung gesagt, Warren Buffett, der jetzt nun auch nicht der Menschenfreund ist, ja, ich weiß wenig über den, aber der ist Milliardär und Milliardär ist jetzt für mich nicht unbedingt jemand, der Gutes will und Gutes getan hat, ehrlich gesagt, weil, meine ich auch Elon Musk damit, weil einfach das Verhältnis ist ja so viel mehr wert wie eine Nettokassiererin, die mit 1800 Euro wieder nach Hause geht. Ja, ich glaube nicht. Ja, viel mehr. Genau. Ja. Nach der Logik der Schuldenbasierten ist es so, wenn du, also Berlin, Bahnhof, da brauchst du nicht lange gucken, siehst du irgendeinem Zelt sitzen, die tun dir nichts. Weil die nehmen am Geldkreislauf nicht teil und die haben keine Schulden, die sind aus dem System draußen. Also eigentlich, wenn du es richtig betrachtest und wieder diese 180-Grad-Wendung mit reinbringst, sind das die reichsten Menschen der Welt. Ja, aber nochmal wegen Schulden, weil dieser Warren Buffett nämlich vorgeschlagen hat, dafür wurde gefeiert, auch von Elon Musk, dass man einfach eine Regel einführen sollte, die auf USA jetzt gemünzt, wenn eine Regierung mehr als 3% des Bruttosozialproduktes, des jährlichen Schulden macht, dürfen sie nicht mehr wiedergewählt werden. Dann habe ich gesagt, ja Moment mal, erstens alles private Haftung, alles weg an Ansprüchen und vor allem, es gibt keine Schulden. Es werden einfach gar keine Schulden gemacht, weil es ist ja der Wissen des Finanzsystems, was uns alle erwirkt. Ja, ja klar. Ja? Also, du bist kreativ und nennst es halt Sondervermögen. Das ist nochmal total. Ja. Sollte übrigens nochmal 300 Milliarden kommen. Ja, aber ich meine, nee, ich finde Schulden machen total unnatürlich als Staat. Der muss mit dem klarkommen, was er eigentlich und fertig. Ja, und das bringt auch dann einen Satz. Also ich bin ja gut vernetzt, ich rede auch viel mit Leuten über das Thema und ich habe wirklich einen bemerkenswerten Satz gehört, das heißt, wer Schulden hat, hat Macht. Und das ist verkehrt rum. Das dürfte so nicht sein. Ja, gibt es doch den Spruch, hast du 1000 Euro Schulden bei der Bank, bist der Arsch, hast du 10 Millionen, dann wirst du mit dem Champagner begrüßt. Ja, ist so. Also man sieht einfach, dass das Gesamte, weißt du, das ist, wie du es vorhin gesagt hast, monströs. Ja? Also das nimmt ein Ausmaß an, was eigentlich alles in Frage stellt. Und ich glaube, das ist der Erwachungsprozess, in dem sich auch jeder ein Stück weit befindet, wenn man feststellt, dass alles, was du vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt geglaubt hast, sich als Luftnummer erweist. Also kannst du noch weitergehen. Also gerade physikalisch, ja, wollen nur hinten Spintronik angucken, da werden dir Sachen gezeigt, da denkst du, habe ich im Physikunterricht geschlafen oder was? Was ist das? Und da sind Dinge am Wirken, von denen haben wir keine Ahnung. Ich bin, kleines Beispiel, ich bin gestern, vorgestern,
habe ich im Wald übernachtet und bin dann an einer kleinen Wassertränke vorbeigekommen, da ist noch ein Rest Wasser drin gewesen und da waren Bienen. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber da waren so viele Bienen, wie Bienen im Bienenstock. Viele Bienen, ja. Ja, also die haben ein Bad genommen. Ja, die saßen auf dem Platz und sind da einfach rein und ich habe mir einfach mal, warum machen die das, wie machen die das? Da war mir in dem Moment war mir wirklich klar, ich weiß eigentlich überhaupt nichts, ja, wie es da draußen funktioniert. Und das Beste, was dem Staat passieren kann, ist, wenn wir merken oder wir glauben, dass wir ein Produkt einer technischen Zivilisation sind. Das sind wir aber nicht. Und wir sind Ackersaale aufgestellt. Und dieses Ackersaale kann nicht normiert werden. Und deswegen sehe ich für die Zukunft nicht schwarz. Das ist für mich echt ganz klar. Und was für mich auch erst seit ein paar Jahren, also ich bin da wirklich nicht der schon seit Jahrzehnten erwachte oder irgendwie vielleicht kritisch, aber letztendlich gläubig, arztgläubig, pharmagläubig, auch sogar irgendwie gesagt, wir wollen ja wiedergewählt werden, also werden sie schon irgendwas machen für uns, ja, habe ich auch kein Problem, das zuzugeben. Ach echt nicht, oder was? Ich meine, die sagen das, ja, aber und das geht. Das bin ich aber enttäuscht. Nein, aber so normal. Nein, aber was wichtig ist, was ich immer wichtiger auch für mich betrachte und wahrnehme, ihr habt ja das Motto, kristallisiert sich ja zur Wahrheit oder zur Realität, ja, manifestiert sich, dass ich immer mehr oder für immer wichtiger halte, die energetischen Menschen. Ja, ja. Die auch, dass wir hier zusammensitzen, ist pure Energie, ja, die auch irgendwo in ein Feld geht, eure Gedanken, euer Widerstand, wenn man so will, eure Hinterfragen von jedem Menschen und das gibt mir Hoffnung, weil da spüre ich, ich glaube es zumindest, eine wahnsinnige Macht zu spüren, eine wahnsinnige, wogegen sie auch nichts tun können. Ja, sie versuchen es ja mit Gehirnwäsche ohne Ende. Das hat ja seinen Grund. Ja. Da kommst du wieder zur Ignoranz. Weil, ja? Wenn du anfängst, diesen Schwachsinn da zu glauben, dann hast du halt die falsche Energie. Dann spürst du dich nicht mehr, deine Energie nicht mehr und dann bist du tatsächlich, ich nenne das mal wirklich ausgeliefert. Ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Dann bist du der perfekte Star. Ja. Mhm. Ohne eigenen Gedanken. Du denkst zwar noch, du bist freier, aber du bist es nicht. Und das ist das Perfide, weil ich glaube, dass bis vor der C-Zeit ging das ganz vielen Menschen so, dass sie in ihrem Kosmos ihr Leben organisiert hatten und gar nicht auf die Idee gekommen sind, was zu hinterfragen. Nicht im Geringsten. Ja, und da muss ich dir sagen, wenn wir nochmal in die Parteipolitik gehen, das habe ich aber jetzt gesagt, ich wollte nicht zum allerersten Mal. Sicherlich bin ich durchaus der AfD, trete ich mit Sympathien entgegen, um Gottes Willen. Ja, das sind die einzigen, die man so halbwegs vernünftig nennen kann. Aber sie springen für mich halt auch viel zu kurz. Also es gibt viel mehr Themen, aber ich nehme jetzt mal drei Themen, wo die AfD zumindest offiziell, ich habe auch schon mit AfD-Vertretern ohne Kamera gesprochen, die dann doch in die Richtung gehen, was ich jetzt gleich meine. Und zwar Finanzsystem. Mhm. Ich bin überhaupt nie angesprochen, das Problem, dass das uns alle versklavt. Staatliche Souveränität. Ja? Und das dritte fällt mir gerade nicht ein, aber. Emigration. Danke, natürlich. Ist jemand von Korrektiv? Ja, unwichtig. Nein, Emigration, genau, da sind sie auch. Ich sagte ja, weißt du. Es ist ja momentan noch ein gewisses Jetzt am Wirken. Und dieses Jetzt, du hast da Berlin, du hast den Bundestag. Muss man entwickeln lassen. Ja, yeah. Und du bist im Bundestag, du bist Abgeordneter, bekommst erstmal von vornherein deinen Zehner aufs Konto geliefert. Und das alleine sorgt schon dafür, dass du so einen Abstand zu allen anderen kriegst, die nicht in diesem Genuss sind, dass da die Welten sich ganz automatisch verschieben. Ich glaube, es ist unheimlich schwierig, da oben tatsächlich noch einen zu finden, der eben nicht allein schon dadurch korrumpiert ist. Kann ich euch zwei Beispiele geben? Ich hatte vor vier, fünf Wochen ein Interview mit Roger Becker, Bundestagsabgeordneter der AfD. Eigentlich ein cooler Typ, weil er auch da zur Antifa geht, bei Demos und so. Wer ist das, der dann auch Fragen stellt? Warum sind sie eigentlich hier? Was haben sie eigentlich gegen die AfD? Und die Leute können eigentlich nie antworten. Und der sagte mir auch, das war dann auch auf Kamera. Also das hat er nicht vorher oder nachher gesagt, sondern während der Aufnahme, dass, weil ich gesagt habe, die AfD, habe ich das Gefühl, die sind im Parlament angekommen und dann
haben die gedacht, ja, jetzt sind wir da und jetzt machen wir irgendwas. Ja. Weil das Vorfeld und alles ist schrecklich vernachlässigt worden. Dann meinte er, fand ich echt mutig, meinte, naja, ich habe bei manchen Kollegen schon das Gefühl gehabt, die kommen in den Bundestag und sagen sich, ich habe es geschafft. Ganz genau, hat er das, ganz, genau das hat er gesagt. Ich habe es geschafft. Ja. Jetzt. So, ja, alles andere interessiert dich nicht mehr. Und dann hast du deinen Fokus, deinen Kopfverstand und dann Familie, was auch immer, was dein Leben war. Und die andere Geschichte ist das andere Beispiel, da ich ja Gott sei Dank öfter mal auch in den Bundestag eingeladen werde, wobei Gott sei Dank ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich kann nicht sagen, das ist vielleicht, wie nur ich das, aber ich bin da ganz ungern, wirklich, das ist eine Scheißenergie. Ja? Also auch vor dem Reichstag, also meiner Ansicht nach ist das Ding weg. Ja, da ist irgendein Nachpunkt, der ist das live? Das ist live. Was ist denn los? Alles war locker. Ja, aber du gehst da rein, wirst abgeholt von einem Referenten oder Büroleiter des jeweiligen Bundestagsabgeordneten, mit dem du Termin hast, Interviewtermin. Und da geht man also durch und dann sieht man da so immer eigentlich fast nie jemand allein gehen, ja, sondern immer ein Grüppchen. Und dann habe ich festgestellt, es sind alles kleine Herzogtümer. Ja? Jeder Bundestagsabgeordnete hat ein, zwei Leute, die buchstäblich die Tasche tragen, die mir die Visitenkarte geben und mit mir, oder ich mit ihnen und nicht mit dem Bundestagsabgeordneten einen Termin ausmachen. Und die Kamera also, halten, wenn du ein Tanzselfie machst. Richtig, genau. Ja? Und das sind so Privilegien, die hat niemand von uns. Ja, einfach so vom Himmel gefallen. Du hast plötzlich zwei, drei Leute, die du rumkommandieren kannst. Du kriegst wirklich großzügige Ausstattung. Du beleglos nimmst, glaube ich, 2000 Euro, die du nirgendwo rechtfertigen oder erklären musst. Kannst du rausknallen oder nicht oder behalten und sparen oder was weiß ich. Damit und so weiter und so fort. Ja, damit wird dir dein Ideal, für was du vielleicht mal gekämpft hast, weggekauft. Und das ist genau, genau das Problem. Also, und deswegen wen willst du denn da vorne hinstellen? Weißt du, das ist genau der Punkt. Eigentlich müsstest du diese ganze Arbeit da oben, Politik, die müsstest du auf Ehrenamt stellen. Genau. Ja. Und damit ich es jetzt noch ergänzen kann, das dritte war natürlich Remigration und seitdem ist als viertes Thema, was die AfD überhaupt nicht anspricht, aber intern schon. Also in Hintergrundgesprächen, wenn man das so nennen will, da wird dann schon konkret Deep State und das wird dann schon angesprochen. Aber, was ich meine, ist Parteisystem. Ich sage immer öffentlich, die AfD sollte sich oder muss sich in die Satzung reinschreiben, Endziel ist Abschaffung des Parteisystems und wenn es soweit ist, lösen wir uns auf. Ja. Das ist berufen, um dazu führen, ja, das muss man nicht. Fühlst du dich berufen, sagt man ja auch. Die, die sich berufen dazu fühlen, die können gerne da oben hingehen, aber es gibt keinen einzigen Cent mehr. Und dann Politik machen, dann denke ich, kommt auch was Gescheites dabei raus. Und nicht dieser ganze Lobbyismus, das für mich. Das muss man so hören. Es gibt ja aber noch vielleicht ein anderes Thema, die finde ich ganz interessant und charmant, die Idee. Ja, sicherlich jetzt nicht mehr diese Idealvorstellung, es geht darum, die Idee, irgendein bestimmtes definiertes Gebiet zu haben, wo wir uns vernünftig. Ja, und in den Großstädten, es kann wirklich so kommen, ich lebe selber in Berlin, Fäser ist meine Nachbarin, wenn du in Berlin. Ist wirklich so. Und neben dir, die wohnt schräg gegenüber. Und wenn ich Glück Pech habe, dann sehen Sie morgens in Ihren Audi A-Steigen. Kein Scheiß. Ja, mal neu. Dann lasse ich das Haus und dann stehen da zwei Audi A8, wenn sie auch, sie werden meistens um halb neun abgeholt. Okay. Ja, also dann müsste ich mich aber praktisch als Märtyrer dann feiern lassen. Okay. Aber mach du weiter, ich bin gerade hingeschrieben. Ich hätte der Nachbarschaftsgedanke gerade geschopft, was würde ich denn, um Gottes Willen? Ja, du, das ist gar nicht schlecht, ja, weil da zwei Polizisten stehen. Okay. Wenn ich sage, nee, also da. Also wohl, übrigens, interessanterweise praktisch vom Presse. Interessanterweise
kommt es gar nicht so selten vor, dass da zwei Polizisten stehen und wo du denkst, wenn die jetzt keine Uniform an hätten, dann würde ich die eher als islamistische Straftäter einschätzen. Ja? So ein Bart, ja, ist kein Scheiß. Mit so einem Bart, wo du sagst, und ich habe auch mit einem gesprochen und ich sag's, wie es ist. Perfekt war das Deutsch nicht. Verschieße ich dir gerade deinen Kanal oder was? Schießt du ungern zusammen? Also ich bin geschockt. Aber, ja, genau. Ich hab's eigentlich nicht anders erwartet. Aber ja, das daran merkst du es doch, weißt du, das ist genau das. Ja, aber gut, ganz kurz, ich meine, das ist jetzt alles lustig. Es gibt einen Spruch von einem grünen Politiker in Berlin. Wir haben alle oder fast alle entscheidenden Stellen mit unseren Leuten besetzt. Ja. Also auch innen. Ministerium, beziehungsweise Polizeibehörde in Berlin und so weiter. Also es kommt nicht von ungefähr, naja. Ja, dass die Clan-Mitglieder keine Strafzettel bekommen zum Beispiel. Das ist jetzt ein Fass, was du aufmachst, aber okay, lassen wir mal so stehen. Ich habe heute gelesen, dass Merz sich für die vorgezogene Neuwahl rüstet. Ja? Ja. Und zwar noch vor Weihnachten. Wie will er das bewerkstelligen? Keine Ahnung. Hinter der Bezahlschranke. Aber Merz ist ein gutes Thema. Also Merz ist, das ist wieder ein Punkt bei allem Optimismus und bei allem, ja, man muss natürlich schon schauen, dass man nicht nur die sichere Rosine rauspickt und sagt, ja, schaut daher, schaut doch gut aus. Man muss natürlich auch auf die faulen Früchte schauen. Und da mache ich den Deutschen schon einen kleinen Vorwurf, dass über 30% jetzt irgendwie die CDU entdeckt haben. Ja, aber ich habe dir die Geschichte mit dem Telegram-Ding da erzählt, also ich glaube diesen Zahlen schlicht. Ja, ja. Das wird ja, reingeschrieben, was reingeschrieben wird. Dann musst du aufpassen, weil wenn du nämlich dann, will dir nichts unterstellen und nichts im Mund legen, aber wenn du sagst, die Zahlen stimmen nicht und sie sind aber dann im Wahlergebnis so ähnlich, was sie immer waren, dann ist die weitere logische Schlussfolgerung, dass die Wahlstimmen auch nicht stimmen. Ja. Weißt du, es gibt einen interessanten Zusammenhang bei den Wahlzetteln. Ab 2013 hatten diese Wahlzettel oben links ein Eck. Also da war das Eck weg. Abgeschnitten, ja. Abgeschnitten. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir 2017 war dann die nächste, da kam das dann wieder und ich saß in so einer schönen kleinen Runde und dann kam der Winfried rein, das ist ein guter Freund von mir gewesen, der lange bei der Bank gearbeitet hat und legte die Wahlunterlagen zurück auf den Tisch und sagte, das ist ja ungeheuerlich, was ich hier sehe. Und sagte, was meinst du? Und er fragte mich, wie entwertest du ein Dokument? Genau, und dann sage ich, die Bank schneidet die Ecke ab. Ja. Und sage ich, passt auch, glaube ich. Oder ja, wird was abgeschnitten. Und sagte, ja, guck mal. Ich sage, ja, das ist wegen, du mit deiner Schablone, sagt er, das ist völlig Quatsch. Die Blinden haben Preisschrift, die brauchen keine Schablone, die können es mit dem Finger lesen und die Tauben können ja nicht, die brauchen ja keine Schablone, das ist völliger Quatsch. Da bin ich erstmal auf die Getriebe gekommen, ja, warum eigentlich Schablone? Und ist tatsächlich so, ich habe mich dann schlau gemacht, wenn du so ein Dokument dann ausfüllst und du gibst es ab, dann versetzt das denjenigen, der das Dokument annimmt, in die Möglichkeit, es anzunehmen oder nicht. Es gelten zu lassen oder nicht. Dann hat derjenige die Wahl zu sagen, was ist echt, was gilt, was die AfD-Stimme ist eher entwertet. Ich will ja nichts niemandem unterstellen, aber Wahlbetrug ist in letzter Zeit immer mal wieder Thema irgendwie so, keine Ahnung. Also auch Frankreich war für mich Gegendes. Aber dann habe ich wieder eine gute Nachricht, weil ich denke, dass das ist ja reines Vertrauen. Der Wähler vertraut darauf, dass es korrekt gezählt wird und korrekt diejenigen, die die meisten Stimmen haben, was ja sowieso nicht passiert durch das Verhältniswahlrecht und Zweitstimme, Erststimme. Ja. Ricarda Lang hat bei der Bundestagswahl in irgendwo in Baden-Württemberg, in Schwarzwald, glaube ich, da irgendwo, hat ihren Wahlkreis, die war noch hinter dem AfD-Direktkandidaten mit irgendwie 9%, ist in die Liste rein und ist im Bundestag, die hat niemand gewählt. Die Frau hat definitiv niemand persönlich eingewählt. Und die gute Nachricht ist, dass das Vertrauen, was du brauchst, damit die Leute dir das glauben, dass das korrekt ist, immer weiter runter. Das ist immer so, weiter ganz runter. Klar. Ja, das liegt vielleicht auch in der Terminologie. Also Stimme abgeben, in die Urne legen.
wenn ich hier durch Thüringen, ich habe ja das Glück, das hat sich wunderbar gefügt, wir sind hier eineinhalb Stunden jetzt gerade an dem Wochenende mit unserem Team zusammen. Ja, wir haben ein tolles Team und wir treffen uns mindestens einmal im Jahr. Und deswegen hat sich das so super gefügt, dass das auch hier in Thüringen ist. Und die Wahlplakate, ja, da sagt die Lang noch kürzlich in dem Interview, ja, wir müssen wegkommen von dem Kampf gegen rechts. Ich schaue die Wahlplakate an. Haltung, Gesicht zeigen gegen rechts und der Ramelow sogar, was hat er plakatiert? Anstand und das finde ich so geil. Anstand und Haltung, das braucht Thüringen. Also Bodo Ramelow erzählt den Thüringer, was er so braucht. Ja, Charakter und was ich da gelesen habe, ist bei der SPD. Erzählt uns, was wir so brauchen. Ich sag's euch. Ja? Das ist mir auch gefallen, dass gerade die Sprache, die benutzt wird, auch auf die Werte abzielt, die so im Hintergrund noch so, ich nenne das mal so, im Rest genau. Flimmern vorhanden sind. Genau. Ja. Und können wir noch, da wir ja gerade in Thüringen sind, da müssen wir schon noch drüber reden. Was glaubst du, was passiert im Herbst bei den Wahlen? Also, ist ganz schwer zu schätzen. Also ich denke, dass es sehr knapp wird. Aber AfD wird stärkste Kraft. Das werden sie wahrscheinlich nicht verhindern. Ich glaube, dass das so überrannt wird mit Stimmen, dass sich das nicht weg... Und da gibt es irgendeine zusammengenagelte Koalition gegen die AfD. Das wäre die logische Konsequenz, aber das würde ja rechtlich wahrscheinlich auch schon nicht mehr gehen. Also ich könnte mir vorstellen, AfD, PSW, also so wie ich das gerade sehe, was eigentlich gar nicht geht. Jawohl. Aber eigentlich geht meine nicht. Es geht gar nichts eigentlich. Ja, aber nochmal ganz kurz zum Ersten. Das haben wir noch nicht ganz zu Ende besprochen. Ja, es scheint tatsächlich noch vor Weihnachten. Das steht naja, gut, der denkt sich vielleicht, ich weiß nicht, ob es so primitiv ist, ob das so einfach sich, ob die sich da so einfach machen oder so einfach da sich das zurechtlegen. Er sagt, er weiß nicht, wie lange der Höhenflug geht, ja, mit den 30%. Irgendwann ist auch sowas wieder vorbei. Ja, es steht ja genug in den Schlagblättern, das ist es ja. Ne, weil du hast es angesprochen, diese 30% bekommen die her. Wenn man da ein bisschen rekapituliert und dann mal fragt, gerade Rheinland-Pfalz, wir hatten einen CDU-Gesundheitsminister, war dabei. Merkel war dabei, das ganze Thema. Und deswegen kann ich die Zahl auch nicht nachvollziehen. Tut mir leid. Geht da das Problem ist, das Problem ist halt, das wissen die natürlich auch, aber es ist ihnen scheißegal. Das Problem, die nächste Bundesregierung hat einen richtigen Scheiß. Weil da kannst du nicht sagen, ja, das war hier Ampel, das interessiert die Leute dann nicht. Der wirtschaftliche Niedergang, meine ich, der sich dann niederschlagen wird, ja, wahrscheinlich. Und dann sind die aktuellen die Arschlöcher. Ja, da kannst du nur noch strafrechtlich agieren, weil dann greift auch das Strafrecht, so habe ich das verstanden, weil ja. Die Parteien sind ja auf Grundlage des Strafrechts aus der Strafverfolgung raus. Immunität, ja. Ja, Immunität, dann könnte das greifen. Und dann wäre die Aufarbeitung wahrscheinlich. Also vielleicht brauchen wir noch ein paar Jahre März. Ja. Und noch richtig zu kotzen, ja, weil sonst ist noch ein bisschen mehr. Ja. Ja. Wobei. Ein Grund mehr, noch weniger ins Ganze zu kommen. Aber weil du es vielleicht den Bogen nochmal spannend, ganz am Anfang, wo du berichtet hast von den YouTube-Videos, wie war dein Gefühl, warum hast du es gemacht, wie hast du das für dich argumentiert oder was hat da an den Ausschlag gegeben, dass du es gemacht hast oder nicht gemacht hast in dem Fall? Auch diese Videos wären vor 3 Jahren von YouTube weggeknallt worden. Ja. Also ohne Diskussion und dein Kanal gleich mit, wenn du Pech hast, ja, haben wir ja alles erlebt. Und da, ich bin immer vorsichtig und sage nicht, das ist jetzt eine Wende, schaut her, das ist alles viel lockerer und nein, man kann viel mehr sagen. Ich sehe das auch nicht als Wende, sonst kann ich. Kann nur Leckerli sein, ja, stimmt schon, aber trotzdem, es kann jetzt nicht grundverkehrt sein, wenn du solche Wahrheiten oder wo du denkst, es ist die Wahrheit, sagen kannst, ohne dass du Angst haben musst, dass dann alles gleich ist. Ja, natürlich. Ja. Also es ist mir auch absolut, ich bin mir absolut bewusst darüber, dass das ein heißes Eisen ist, was du da anfasst. Auch jetzt noch. Das ist ja, definitiv ja. So, weil du bist automatisch in einer Schublade drin, die. Aber würdest du nicht sagen, das habe ich plötzlich auf Twitter gelesen. Und Twitter ist ja momentan, man kann über jeden was sagen, was er will, aber freier war das noch nie, wie jetzt. Ja, also ich habe noch keine Schwierigkeiten bekommen seit Elon Musk und ich bin jetzt sicherlich nicht leise, aber ich kann es auch nicht beleidigen. Ja. Das meine ich aber, nicht. Zumindest nicht persönlich, dass es irgendwie strafrechtlich persönlich problematisch ist. Deswegen ist der auch so schwer einzuschätzen, weil folgt er jetzt seiner Bestimmung, tut er jetzt das, was er in seinem Ideal sieht?
Oder ist es vom Geld abhängig? Ja, vielleicht kannst du das nur machen, wenn du genügend Geld hast, um dich so von der Masse abzuheben, dass du nicht das machen musst, was die anderen vorpfeifen. Ich meine, das wird in der Regierung nicht klappen. Ja, man kann natürlich sagen, lass mal deine Träume rein, wir leben so, wir sind so, ist in einem Film und davon bin ich auch überzeugt, in irgendeiner Stelle, wir leben in der Simulation, da wird ja irgendwas simuliert, weil es kann ja nicht ernsthaft die Realität sein, was wir hier erleben, ja, meiner Ansicht nach. Aber es kann doch nicht verkehrt sein, oder andersrum gesagt, die These war, wenn diese dunklen Mächte, irgendwelche Kräfte im Hintergrund, die uns nichts Gutes wollen, noch so eine Macht hätten, würden sie erlauben, dass auf Twitter diese Information rausgeht? Das ist momentan das stärkste wachsende, das soziale Netzwerk hat die meisten Aufrufe im letzten Monat gehabt. Das ist jetzt nicht irgendeine Nische. Ja, ich verstehe es. Ja, ein paar tausend Leute, die das lesen, die nicht auch noch die Followerzahlen und die Antworten posten. Ja. Und wenn du dann das anguckst, was von der Tagesschau kommt, ist das. Genau. Also ich verstehe es immer so ein bisschen als, also ähnlich wie dieser Boxkampf. Muss man es erklären. Da ist einfach ein Kampf am Laufen und ja, manchmal sitzt halt der rechte Schwinger richtig und ja, und dann kriegt der andere eine Zeit lang ein richtiges Problem und dann bahnt sich wieder irgendwas seinen Weg und die werden sich trotzdem ja, mit allen möglichen Punkten kompakt an. Das war dann genau eine andere Richtung, wo du denkst, jetzt haben sie wieder doch die Nase vorn, weil sie da drauf gehen, wie man aus einer GmbH einen Verein macht, das ist nicht schleierhaft, aber das scheint zu funktionieren und das geht, das wird auch toleriert. Da steht auch keiner in den Behörden drin und sagt, Moment mal, das ist nicht richtig, das können wir nicht tun. Die wissen ganz genau, dass sie da die Existenz verdichtet haben. Das ist immer wieder bei der Ignoranz. Weil die Mitarbeiter, die dort die Stühle rausgetragen haben, die haben sich mit Sicherheit auch gefragt, wie kann denn der Stuhl rechtsextrem sein? Oder der Tisch. Ja, also was soll das? Dass es dann nur darum geht, den so richtig eine reinzuwirken, sagt der Wolle, du hast nicht mal mehr einen Stuhl, auf dem du sitzen kannst, um nachzudenken, was passiert ist. So in der Art. Aber symbolisch gesehen war das schon eine heftige Absage, muss ja, man sagen. Aber mit dem Kompakt ist es noch nicht ganz klar für mich, ob das jetzt vielleicht ein heftiger Bumerang und eine heftige Niederlage wird. Das könnte sein. Ich habe schon noch eine Resthoffnung an manches unabhängiges Gericht. Ja? Vielleicht gibt es das wirklich noch. Ein Richter, der sagt, einer, der nicht ignorant ist. Genau. Es ist ja. Auch das wird wahrscheinlich nicht gerne gesehen. Gibt das Magazin Nancy jetzt? Ja, Nancy? Ja, mit den Originalartikeln, die im Kompakt August erscheinen hätten sollen, werden jetzt Nancy veröffentlicht. Ja, das ist natürlich genial, weil. Wirklich, das ist einfach gut, ja. Ich finde es schon super, was das für Blüten treibt. Ja, Nancy mit L. Ja. Das war neue Paro am Kiosk, weil Max dachte, da ist die Nancy schon da. Habt ihr schon eine neue Nancy? Ja. Mit der Eva noch. Schlafschnitt. Ja. So Partkameraden und ganz ehrlich, boah. Ja, aber diese Blüten, das finde ich auch witzig, dass es Menschen da draußen gibt und viele, die dann ihre eigenen Ideen und kann ich ruhig sagen, in meinem Sinne, ja, auch hier verwirklichen oder durchdrücken, da muss man erstmal auch ein bisschen Mut haben. Es gab für mich eine Formel in der C-Zeit und das glaube ich nach wie vor. Und je irrer die Nachrichten werden, ja, je irrer das Ganze wird, umso eher ist es ein Anzeichen dafür, dass den Deckel nicht mehr draufkriegen. Und dann, dass sich hier was einen Weg bahnt, und das nenne ich einfach mal, lass es das Herz nennen, lass es das Akkausale sein, oder auch das Gefühl oder irgendwas, weißt du, eine Kraft, die einfach dafür sorgt, dass der ganze Wahnsinn irgendwann aufhört. Und je mehr und je irrer das Ganze abläuft, umso stärker ist das geworden. Deswegen ist es nicht wichtig, ob hier 300 sitzen oder 400. Ihr seid da und ihr seid genau am richtigen Ort und ihr werdet genau dieses Gefühl der Ehrlichkeit wahrscheinlich auch mitnehmen aus diesem Wochenende. Und da werdet ihr mit 5, 6 Menschen drüber sprechen, wie es euch gerade geht. Ihr werdet wirken, ihr werdet eure Frequenz da rausgeben. Das wird andere Menschen anstecken. Genau das ist gut. Ich verstehe mich auch verdammt. Ja, ich kann hinzufügen darf. Ich wünsche es mir nicht, ich will es auch nicht an die Wand malen, will auch jetzt nicht das manifestieren, aber ich will es auch nicht ignorieren und sagen, was ich nicht sehe, passiert nicht oder irgendwas. Ich glaube, es wird hier wirklich Zustände geben, die wir alle nicht kennen, aus unserem bisherigen Leben. Und damit meine ich jetzt nicht Bürgerkriege oder so, vielleicht auch das, aber das
glaubt ihr ja nicht, aber es wird Verteilungskämpfe geben. Es jetzt sage ich was. Ich brauche noch was Positives. Ja, Moment. Das Positive, was ich jetzt, das musst du auch noch tun, aber ich wollte noch sagen, ich behaupte, wir sind für diese Zeiten wesentlich besser vorbereitet als viele andere. Ja, ja. Auch wenn man nicht wissen, was auf uns zukommt, aber wir wissen das. Ich glaube, ja, ich weiß, was du meinst, das ist diese Stabilität im Inneren, ja. Ja, das auch eine gewisse Stärke ja ausdrückt. Und ich glaube, das wird auch das sein, was viele Menschen dann um uns herum auch brauchen. Um dann in eine bessere Zeit zu gehen. Das sollen wir nicht vergessen, bitte. So ist, ja. So ist es. Thomas. Wieso? Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Achso, danke für das erste Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, das war ein sehr geehrter. Sollen wir es nochmal machen? Und ich möchte mich noch ganz herzlich bei Michael und seinem Team bedanken und für die Einladung bedanken. Und ich fühle mich auch sehr geehrt, weil hier tolle Referenten bzw. Vortragende und Menschen sind, die hier wirklich in meinem Sinne auch sicherlich agieren auf verschiedensten medizinischen Natur. Du bist hier kein Unbekannter. Ja. Und von daher fühle ich mich sehr geehrt. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Bleibt ab, noch eine schöne Veranstaltung bis Sonntag. Und bleibt in der Liebe. Ich mag den Spruch nicht mehr so gern, aber er ist wichtig. Thomas, vielen Dank.